Hallo allerseits, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Meng Yu. Das Wetter in Beijing wird immer wärmer. Man kann schon deutlich die Spur des Frühlings entdecken. Heute möchte ich euch ein chinesisches Fest im Frühling vorstellen, nämlich das Qingming-Fest. Qingming deutet wörtlich auf Heil und Klar hin. Es ist ein traditionelles chinesisches Fest, das sowohl in China, aber auch in vielen anderen asiatischen Ländern begangen wird. Als ein Fest im Frühling fällt dieses auf den 15. Tag nach der Tag und Nacht gleiche. Qingming ist ein uraltes Fest, das über eine mehr als 2500-jährige Geschichte verfügt. Es ist ein Fest, um der Natur nahe zu kommen und den Frühling zu schmecken. Übrigens ist es auch das wichtigste chinesische Totengedenkfest. Das Fegen von Gräbern sowie das Anbeten von Vorfahren ist einer der wichtigsten Bräuche beim Qingming-Fest. Man fegt die Gräber und legt Nahrungsmittel, Blumen sowie Gegenstände, die den Verstorbenen zu ihren Lebzeiten gefielen, vor die Gräber. Bei diesem Fest werden die Chinesen versuchen, egal wo sie sich befinden, in ihre Heimatstädte zurückzukehren, um an Aktivitäten zur Ahnenverehrung teilzunehmen, ihren Vorfahren zu danken und sich an sie zu erinnern. Aber das ist nicht alles. Qingming findet während der Wende vom mittleren Frühling zum späten Frühling statt. Der Frühling befindet sich in seiner Blüte und alles ist voller Vitalität. Einen Ausflug zu machen ist in dieser Zeit ein traditioneller Brauch, der seit der Antike überliefert wurde und bis heute anhält. Beim Qingming-Fest gibt es auch ein sehr berühmtes Dim Sum, das ich mit Ihnen teilen möchte. Es heißt Qingtuan. Qingtuan ist ein traditioneller Snack in dem Gebiet südlich des Unterlaufes des Yangtze. Es ist ein grünes Klebreisbällchen. Dabei mischt man den Saft des Wermus in klebriges Reismehl und wickelt damit dann Bohnenpaste oder andere Füllungen an. Es ist weder süß noch fettig, verfügt aber über einen leichten, lang anhaltenden Duft. Ich persönlich finde den Geruch sehr speziell, wie der Duft von grünem Gras, das nach dem Regen von den Wiesen verströmt wird. Am Ende unseres Videos möchte ich Ihnen ein chinesisches Gedicht über Qingming aus der Song-Dynastie vorstellen. Li Hua Feng Qi, Zheng Qingming. Yu Zi Xun Chun, Ban Chu Cheng. Ri Mu Sheng Ge, Shou Shi Qu. Wan Zhu Yang Liu, Shu Liu Ying. Was bedeutet das? Die Brise weht Birnenblüten über den ganzen Himmel und kündigt die Ankunft von Qingming an. Die Hälfte der Menschen in der Stadt macht sich auf den Weg zu Frühlingsausflügen. In der Abenddämmerung zerstreuen sich die Leute nach einem ausgiebigen Spaß. Die Schönheit der schwankenden Bäume und weiten Schatten bleibt dem Tirol überlassen, um sich daran zu erfreuen. Das ist alles für heute. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Meng Yu. Tschüss und bis zum nächsten Mal.